So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Part 45 von Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Und alle, die das Spiel noch nicht kennen, also die Pokémon Ultramond, Pokémon Ultrasonne, Pokémon Sonne und Mond noch nicht gespielt haben, bitte jetzt mal für 30 Sekunden die Ohren zu halten. 3, 2, 1. Wir sind nämlich schon ziemlich weit im Spiel vorangeschritten. Jetzt nach dem Ätherparadies kommt gleich die Insel Pony und ich würde mal sagen, das ist so ziemlich die letzte Insel, die wir besuchen. Und dann kommt noch was viel Besseres, nämlich das legendäre Pokémon. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das Lunala. Und dann kommen noch hier irgendwie spezielle Sachen mit diesem... Wie hieß das Pokémon das? Und dann ist das Spiel auch schon, also die Story zumindest schon bald zu Ende. Ja, wir haben es schon fast geschafft. Zumindest Pokémon Sonne hatte knapp 50, ich glaube 60 Parts hatte es, also 59 Parts die Story und noch ein paar Special Parts dazu. Also mit der Story sind wir bald vorüber. So. Ihr könnt dann wieder hingucken. So, und weiter geht's. Wir müssen hier lang, wir müssen hier mal ein bisschen erforschen, was die... Oh, Gladio. Was die lieben Forscher mit unserem... Nein, mit Lindys Cosmog gemacht haben. Reden wir mal mit Gladio. Jung, sind sie nicht. Ich sagte, ja, sind sie nicht. Okay, in diesem Zimmer hast du nichts verloren. Null und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Wir beide wurden durch den Willen anderer geformt und zu dem gemacht, was wir sind. Keine freien Entscheidungen, keine eigene Meinung. Für meine Mutter war ich nie mehr als eine Marionette, mit der sie nach Belieben spielen konnte. Auch für Null gab es nur eine Zukunft. Es sollte auf den Kampf gegen die Ultrabestien vorbereitet werden. In diesem Zimmer. Da dürfen wir nicht rein. Okay. Sind doch sehr verdächtig, dass wir da nicht rein dürfen. Ist doch auf jeden Fall irgendwas los, wenn wir da nicht rein dürfen. Aber hier dürfen wir rein. Dann machen wir da mal Luki Luki. Oh, und dann geht's weiter mit der Story. Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren Schmutzfingern an. Unsere Forschungsarbeiten sind unser Leben. Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Kampf! Hui! Hui, wie ich kämpfe liebe, vor allem gegen Ätherpersonal. Schön, schön. Hatten wir im letzten Part ja einiges davon. Wir möchten kämpfen. Los geht's. Zwei Pokémon, haut drinne. Komm. Volle Power. Aha, Fischi. Fischi, Fischi, Fisch. Ich habe nur zwei Pokémon, die am Leben sind. Okay, ich schaff's trotzdem. Bin ich mir relativ sicher, dass ich das schaffen werde. Wie wäre es denn mit Schattenfessel auf Reichu wäre das sehr effektiv, aber den wollen wir nicht besiegen. Alabis. Ja, warum der wohl Alabis heißt. Reichu hat den mit einem Schlag besiegt, den anderen, nicht den Aralabis, aber den anderen. So viel dazu. So, Schattenfessel, komm. Mach's genauso. Erledigen auch mit einem Hieb. Ich sagte mit einem Hieb, nicht mit zwei Hieben. Ach Mann. Und jetzt lässt er sich auch noch besiegen. Meine Fresse. Dann muss wohl Lea herkommen. Muss Lea weiterkämpfen. Das letzte überlebende Pokémon. Lea, mein Maskottchen. Mein ehemaliges Mauzi. Juwelenkraft auf Alabis. Ja. Oder so. So geht's natürlich auch. So kann man es auch machen. Kann man halten wie ein Dachdecker. Hauptsache, wir haben es geschafft. Älter Personal wurde besiegt. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wo Schatten ist auch Licht.
Schöne Worte. Allein reichen mir nicht, um eine neue Welt zu erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Sanfei gewinnt 3.936 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die beiden Team Erter Rüpel hervor. Jo, haben wir es wieder geschafft. Ich erforsche die Pokémon ja lediglich. Kämpfe liegen mir leider nicht so sehr. Warum kämpfst du dann? Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Ach, die Laboranten aus A, die ich gerade besiegt habe. Das waren doch bestimmt Laboranten aus A. Genug. Achso, das ist Tali. Genug davon! Wo steckt Lilly und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir euch nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht. Was ihr wohl aber auch selbst sehen könnt. Wir verschwinden jetzt einfach mal. Tschö. Du, Zwergvieh, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis. Auf ihren Fall bleib. Ja, sich hier aufteilen. In einem Geheimversteck unter der Erde. In einem von Bösewichten bewohnten Link. Ja, das war schon immer die beste Idee, sich aufzuteilen. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension. Der Ultradimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die sodann eine Ultra-Pforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstantem Stress setzt und die Ultra-Pforte dauerhaft offen hält. Ah, ich habe was gefunden. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultra-Bestie? Kann denn das sein? Das müssen wir Lilio erzählen. Ich wäre vorsichtig, aber gut. Mach's. Also ich vertraue Gladio immer noch nicht. Also der ist mir nicht ganz koscher. Immerhin gehört er aus dem Skull an. Also ich würde ihm nicht alle meine Geheimnisse anvertrauen. Und? Irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog. Mal sehen. Ich plaudere jetzt einfach alles aus. Okay, Zwangwee. Ich erzähle ihm jetzt einfach alles. Erstmal nicht sehr vertrauenswürdig, aber ich mache das jetzt einfach. Ich bin ein naives kleines Kind. Es ist eventuell eine Ultrabestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt. Deshalb ist Linium mit Cosmog abgehauen. Solche Schweine. Wahrscheinlich konnten sie einfach nicht anders. Sie ist zu viel. Was? Sie ist viel zu gutherzig. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Das war definitiv eine Falle. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken. Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihnen folgen. Schließlich stecken wir hier alle im selben Schlamassel. Ja, dann folgen wir ihm mal. Nur raus hier. Aus dieser weißen, klinischen, sterilen Sache. Ich will hier von dieser Insel runter. Das sieht einfach ekelhaft aus. Das klinische Scheiß hier. Okay, durch diese Türen kommen wir nicht. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Wäre ja schön, wenn dahinter auch Räume wären, die man erkunden könnte. So. Hoch geht's in welches Stockwerk? Erstes UG Anlegestelle oder EG Eingang? Ins Erdgeschoss oder Anlegestelle? Erstmal ins Erdgeschoss, dann gucken wir weiter. Na dann, mal gucken, ob wir da was finden. Wenn wir am Erdgeschoss nichts finden, dann müssen wir halt. Oh, da finden wir was. Zwergvieh! Ich wusste, Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Mein Pokémon-Team ist noch nicht geheilt, bitte keine Kämpfe. Was sollen wir nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns im Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippig zu werden. Dürfte ich vielleicht mein Pokémon-Team vorher mal heilen?
Danke, das wäre gut. Ich habe nur noch das Mauzi und das ist nicht mehr ganz das beste Pokémon-Team-Mitglied. Dürfte ich vielleicht? Nein? Nicht einen Schritt weiter. Das ist ein Befehl von Regionalleiter Fabian. Jetzt muss man gegen jeden Einzelnen kämpfen, oder was? Ach du Schande. Ihr glaubt's doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Was wissen? Ich weiß ja auch nichts. Ach so, von Cosmo, dass die unter Stress sitzen wollen. Ach, okay, ich weiß alles. Oh, Zwergfee, das können wir nur im Team erledigen. Na toll. Kämpfe. Ich will das doch nicht alles nochmal von vorne machen. Will ich nochmal durchs ganze Äther-Paradies laufen und den letzten Part nochmal von vorne durchrattern müssen, weil ich Game Over gehe. Habe ich irgendwelche Items mit dabei, Tränke oder so? Mal schauen, wie ich hier zurückkomme. Pflanzen-Pokémon. Schön. Das ist ja gut, dass ich... Was, Lenny? Ist Lenny schon längst Game Over? Was? Warum? Was? Wie? Hä? Bitte was? Oh, mein Team ist wieder kalt. Nice. Schön, dass mir dieser Wunsch zumindest erfüllt wurde. Psychokinese von Raichu. Der ist echt stark. Der ist mega stark, der Raichu. Respekt. Respekt. Anorit wurde besiegt. Da war es nur noch ein R. Los, was leer, ich will 41. Los, Lenny. Deine Attacke. Und frisch, der wird niemals zum Gegner. Also bräuchte man eine Tauschgelegenheit. Und die gibt es ja leider nicht. Habe ich ja schon mal erwähnt. Komm, Psychokinese. Was? Psychokinese ist eine Attacke, stimmt. Gegenstoß. Das ist meine Attacke. Was? Okay, ich hätte mir mehr erwartet. Ich will das Reich von Tali haben. Alter Schwede, das ist Tali. Das ist mein Rivale. Kacke, gegen den muss ich noch irgendwie mal kämpfen. Mit meinem Pokémon-Team. Und das Level 100 Galoppa, Shiny, kannst du vergessen. Erstens freue ich mir das nicht und zweitens will ich es ja auch nicht einsetzen. Das ist ja auch kacke, wenn du das im Team hast und das einsetzt. Das ist ja gecheatet. Das soll ja ein Let's Play nicht sein, das soll es ja nicht, nein. Wollen wir gar nicht immer daran denken. So eine wahre Glanzleitung. Leistung. So eine wahre Glanzleistung. Ich bin völlig geblendet. So sind es die Kinder, die in so einer Schaftschamp werden wollen. Also drauf. Er macht mir jetzt richtig Angst. Zangfee gewinnt 36 lesen kann auch nicht mehr. Pokémon Donald geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Aether Foundation Rüpel Dingens hervor. Irgendwas. Macht euch irgendwas draus. Ah, sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Insulanerschaft aus ihnen. Und jetzt aus dem Weg. Achso, das ist Gladio. Naja. Puh, danke Zwergfee. Und natürlich auch Apollo. Wenn man seine Partner-Pokémon besser versteht, kann man selbst am Kämpfen Spaß haben, die man auf keinen Fall verlieren darf. Gehen wir. Ich bin froh, auch euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dome Royal gesagt hat, beim Dome Royal, ist da vielleicht doch was Wahres dran? Ja. Er nickt so. Ja, ich spricht. Das ist doch... Gladio. Ja, du bist es wirklich. Was für viele Dialoge hier. Dialoge und Kämpfe heute im Part. Zeit. Na, was geht? Ihr kennt euch. Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Zwergfee, Tali, lasst mich euch eure Pokémon fertig machen. Dankeschön. Du kannst mir sagen, wo Lilly steckt. Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist nett.
zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Der Weg ist versperrt. Schon wieder? Das ist kein Problem. Sie sind öffentlich, oder was? Na denn, auf geht's. Oha, ich sehe was ihr nicht seht. Na dann, auf geht's. Na, jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr wärt brav im Unterschoss geblieben. Was? Ja, war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich vor der Villa, in der Villa und um die Villa, in der sich die Präsidentin aufhält, diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. In den Untergeschoss geschickt, um genug Zeit zu haben, meine Untergebenen zusammenzusammeln. Der ist verrückt, der Typ. Du bist echt nett, Herr Fabian. Was? Aber natürlich, mein, bin ich doch der fabelhafte Regionalleiter. So nett, dass du uns sogar verraten hast, wo sich die Präsidentin und somit auch Gusmok und Lilly aufhalten. Dabei haben wir nicht einmal nach ihnen gefragt. Was? Genug der Worte. Ja, da haltet die genau auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir jetzt irgendwie. Ach, ich liebe Kämpfe. Ja, tun, aber so viel auf einem Stück. Muss dann auch nicht sein. Und wo man sie dann umgehen kann, wenn sie so viele zuhauf kommen. Muss dann doch nicht sein. Team Skull Kido setzt Typ 0 ein. Und ich mein Lenny. Wechsel mit der Zeitkraft. Die könnten wir doch mal einsetzen. Können wir mal probieren. Ewige Nacht. Das klingt doch intelligent. Das klingt doch schön. Auf Electric. Komm, haben wir mal was zu gucken. Dafür ist es ja auch da. Das Let's Play. Darf man auch mal ein bisschen was zu sehen haben. Oder auch nicht. Wenn das Pokémon besiegt wird, bevor es eine Attacke einsetzen kann. Oh, Typ 0 ist auch nicht schlecht. Gut, dass sie noch an meiner Seite sind. Dass ich noch nicht gegen die kämpfen muss. Gegen Kali habe ich schon mal verloren. Habe ich schon mal einen Kampf gemacht. Da wurde mir schon gezeigt, dass der stärker ist, als man ihn schätzt. Also den sollte man wirklich nicht unterschätzen. Das ist wirklich, Der sieht aus wie ein Schwächling, aber du, meine Güte, der ist wirklich stark. Der kann wirklich stark sein. Flammensturm und Magma. Okay, Elektrik wird mitbesiegt. Zack. So noch ein Hieb von Typ 0. Und schon besiegt. Da war es noch einer. Kann sein, dass da noch ein Pokémon-Kampf hinten dran kommt. Das war noch. Ist das nicht der einzige Pokémon-Kampf, den wir erledigen müssen, aber Steve hat es jetzt vollendet, hat den Kampf erfüllt. Steve erreicht Level 44, hat er sich verdient. Da oben den Regen. Ja, nicht unbedingt. Komba, kannst Attacken erhalten. Nicht erlernt. In Ordnung. Brauchen wir nicht unbedingt. Ach, die haben noch Pokémon. Ui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Noch ein Pokémon. Wie viele Pokémon haben die denn im Team? 4. Ach so, das waren jetzt die letzten 2. Na dann. Hau trotzdem rein. Und die Z-Attacke geht noch. Super. Dynamische Maxi-Flamme. Auf. Wahrscheinlich nicht auf Hundemon. Auf Voltenso. Feuerzahn. Matz. Und schon wieder wird die Z-Attacke hier vereitelt. Gibt's doch ja nicht. Glaubt man's? Na komm, mach's alle. So ein Typ 0 will ich auch haben. Kann man das sich irgendwo fangen? Ist das irgendwo ein, eine Ultrabestie, die man sich irgendwie fangen kann mit einem Ultraball oder Zorak? Das hätte ich auch gern. Ja, das hätte ich haben können, ich weiß. Ich habe das gefangen bei der Trainerschule und nicht trainiert. Ja, demnächst. Also irgendwann würden wir mal ein Let's Play again von Pokémon Sonne und Mond machen. Oder Ultramond und Ultra
sondern das, ja, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, aber irgendwann. Hundemann! Und die Z-Attacke von Pikachu. Komm, eine Z-Attacke müssen wir jetzt hier in diesem Kampf mal hinkriegen hier. Dann wird es Zeit. So. Das dritte Pokémon besiegt. Da war es noch einer. Einer von vieren. Dave erreicht Level 37. Schön, schön. Und die Z-Attacke von Pikachu. Von Ash Pikachu. Nein, nicht von Ash Pikachu. Das ist generell die. Die. Sag schon. Die Blitz-Attacke, die Elektro-Attacke. Gigawalt Funken selber. Weil die Pikachu-Attacke, die gab es leider nicht. Scheinbar ist das kein Pikachu, da haben wir auch schon drüber geredet in dem Part. Ja, Mist. Hoffentlich haut das rein. Jo, das haut ordentlich rein. Super. Jetzt muss nur noch das Pokémon von Gladio ein bisschen was anrichten und dann war es das. Oder wir machen nochmal Ladungsstoß. Na komm, Fallwelle. Ja, so geht's auch. Super, haben wir es gemeinsam besiegt. Haben wir es gemeinsam geschafft. Alle vier Trainer-Pokémon der zwei Team Stahl rüber, Quatsch, der Team Erdau rüber zu besiegen. Level 47 für Pikachu. Schön, schön. Haben wir es dann mal. Erdau Foundation Personal besiegt. Mist. Muss ich jetzt wieder der redlichen Arbeit des Pokémon-Schutzes nachgehen? Diese Niederlage wirft einen roten Schatten auf meine Laune. Zhangfei gewinnt 4032 Pokémon-Dollar und besiegt gleich aus dem Kampf gegen die Aether Foundation Personal Typens hervor. Dialog, Dialog, Dialoge. Unmöglich! Wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Zhangfei, Tali, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Ach, jetzt kann ich mit Tali kämpfen. Nein, 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 nein. Ach so. Nein, 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 nein. Ach, das kennen wir doch. Ich bin der Regionalleiter, Fabian. Die letzte unannehmbare Bastion hier im Erdparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle Mal in einem Multikampf. Zu dritt gegen zwei. Bist du bereit? Bist du bereit, Zwangfee? Wenn wir Lilly und Cosmo retten wollen, müssen wir zusammen mit unseren Pokémon alles geben. Auf geht's, Multikampf! Multikampf! Kampf! Genau so. Jetzt komm ich drauf, Multikampf! Mal schauen, wie es aussieht. Wie sieht denn so ein Multikampf aus? Ah, mein Team ist wieder komplett geheilt. Ah, so kann man es auch machen. Dann nehmen wir mal diese Attacke auf den hier. Und tun das so. Tiefschlag! Was? Okay, da habe ich auch wieder mehr erwartet. Schade. Schade, Marmelade. Okay, Ladybar besiegt. Wahrscheinlich haben sie aber noch mehr Pokémon. War nicht das vorletzte. Lenny auf einen Schlag besiegt. Auch schön. Das mag ich immer, wenn man einen Pokémon auf einen Schlag besiegt. Aber die haben noch mehr Pokémon. Insgesamt 4, 5. Okay. Ordentlich. Ein Pupita. Er hat Pupita gesagt. Ja. Pubertärer Humor. Buchstabe auf Pupita. Ja. Auf geht's. Psychokinese. Oh. Sleepumentas, das scheint mega stark zu sein und einiges abzukönnen. Ja, Buchschnabel auf das Pupita. Oh. Mein Pokémon-Team ist schwach. Oder nein, andersrum, das gegnerische Team ist stark. Komm, Z-Attacke. Das wird wahrscheinlich hier wieder verhindert, aber komm, hau rinne. Ich will was sehen hier. Psychokinese. Was? Das bringt erstaunlich wenig. Dafür, dass sie eben noch ganz viel gebracht hat. Das hält viel aus, das Ding. Na komm, Z-Attacke.
verhorene Sabor ist. Die 40 in Z-Kraft. Dynamische Maxi-Flamme. Verbrenn es, genauer gesagt. Nicht Sabor, sondern verbrenn es. Hauchen! Volle Möhre. Das Purpital-Zern. Kuchen. Okay. Das zu Z-Attacke. Das zum Thema Z-Attacke. Schön, schön. Schön, schön. Schön, schön. Warum nicht? Buchstabe auf Pupita. Ich versuche immer noch Pupita zu besiegen. Das ist diese Pupita. Das ist zum Henker. Wie viel halten die denn aus? Das ist Raichu, der hier mit seiner Attacke angreift. Da haben wir ihn gerade bewundert dafür, dass er so mega stark ist. Ach du Scheiße. Steve ist besiegt. Das war mit Abstand mein stärkstes Pokémon im Team. Stand Pauke. Sie beginnen recht zu besiegen. Ich krieg's mit Angst zu tun. Pikachu, Raichu und Pikachu. Raichu und Ash Pikachu, um genau zu sein. Komm, das muss doch ein ultimatives Team sein. Haut, Rinner. Dann durch Stoß. Auf einfach alle, ja. Auf Raichu dürfte das sowieso nicht effektiv sein, deshalb mach ruhig. Okay, das bringt ein bisschen mehr als auf das andere. Dann durch Stoß wirkt nicht. Schön. Achso, hat nur auf. Hat auf keinen Wirkung. Passt doch auch mal schön aus. Die haben Raichu besiegt! Ihr Schweine! Insider aus einem anderen Film, aus einer anderen Serie. Wer kennt's, schreibt's in die Kommentare. Ich kenn's nicht. Ich hab's einfach nur zitiert. Ich kenne die Serie wirklich nicht. Nein. Donnerblitz. Und wir haben ein Wasser-Pokémon nebenan. Ich will jetzt endlich dieses Pupita besiegen. Komm, hau, Renner. Das ist jetzt hier noch nicht möglich mit diesem Pupita. Also, ich will da sterben sehen. Das hat gerade 3 Pokémon von mir getötet. Ah, die Z-Attacke. Auch Tani setzt mal eine Z-Attacke ein. Schön, das mal zu sehen. Super, Wassertornado. Na dann, mach was draus. Mach was draus. Überall ein Pokémon. Ja, das kann man durchaus als Mach was draus bezeichnen. Ja, das ist schön. Meine Güte, ist das wieder hier ein Zehrkampf. Das dauert hier ein bisschen, die zu besiegen. Allerdings. Und da hätte ich noch Dave im Angebot. Da haben wir hier 2 Wasser-Pokémon wieder. Teams and Twins hier das Motto oder was? Heute ein paar Teams and Twins. Hypno! Hypno! Ein hässliches Pokémon. Da waren es nur noch 3 Pokémon. Ach du Schande. Also Hypno kann man mit Biss leicht schaden. Wir haben auch noch 3 Pokémon. Also ich habe 3 Pokémon. Was Tali hat, weiß ich nicht. Na komm! Gyarados! Du bist ein Gyarados, hau rein! Dave, du bist ein Gyarados. Mach's alle. Pupita besiegt. Endlich sehe ich das mal besiegt. Das ist Pupita. Dieses scheiß Pupita. Und ihr reicht Level 44. Laubklinge erlernen. Ja, komm. Blattwerk vergessen. Laubklinge erlernt. Super. Ist er gerüstet für den nächsten Kampf. Lea, Level 42. Bis. Komm. Mal sehen, was das kann. Ja, langweilig. Komm, mach was Besseres. Erst dann könntest du mal machen. Ich habe schon wieder Biss eingesetzt, was es ist. Könnt ihr auch das gegen das Pokémon mal einsetzen, das starke Wasser-Pokémon von Tali. Komm, Aquavelle. Mein Gau, das ist einfach mal eingepennt. Warum auch nicht? Da muss ich den leider zurückholen. Den muss ich leider tauschen. Ich habe ja jetzt das. Ja, wie hieß es denn gleich noch? Das Hoodie. Was war denn das für ein Pokémon? Bautz, Weiterentwicklung, Endentwicklung. Sag mir das einer. Ich weiß es nicht. Na komm, Hoodie. Mach du was draus. Nein, es blinkt schon seit quasi Anfang des Parts. Rot. Also, es könnte hier im Moment ausfallen. Das wäre. Ich soll nicht drüber reden. Nein. Wenn ich drüber rede, dann läuft es doch gerade so.
Komm, zwei Pokémon haben die noch, das kriegen wir doch noch hin. Nein, komm, hau rinne. Schattenfessel. Und will das jetzt hier noch speichern. Hypno besiegt, nice. Und das letzte Pokémon her damit. Haben wir auch die letzte Bastion besiegt. Wie viele von den Pokémon sind von dem... Ach, der ist jetzt auch eingeschlafen. Schön, schön. Auch wieder ein Team hier. Pflanzenstarter und Wasserstarter. Sind heute hier Teams. Wirklich das Motto Teams and Twins. Schattenfessel, komm, auf Knierefisch. Du Hässlon, ich besieg dich. Knierefisch, was für ein Hässlon. Ist wirklich ein richtig hässliches Pokémon. Muss ich wirklich sagen, muss ihm... Das musst du ihm wirklich lassen, er ist ein sehr hässliches Pokémon. Knirfisch, das ist bestimmt das Pokémon von dem Regionalleiter. Wir haben es geschafft! Nice! War ein langer Kampf, aber wir haben es geschafft. Um es mit den Worten meines weisen Mannes zu sagen. Zeigen wir gewinnt 7416 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Regionalleiter. Und seine Laien, Laien sind das nicht, Laien ist was anderes, seine Untergebenen. Wir möchten nie retten, du lässt uns doch jetzt durch, oder? Er grinst immer noch, so naiv. Er wird auch unterschätzt, weil er so naiv ist, aber ja, trotzdem stark. Er lässt uns passieren. Vielen Dank, auch für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Wirklich ein naiver Typ, dieser Tali, aber er ist stark. Oh, wie ich Kinder verabscheue. Das Tor öffnet sich und wir können hindurch. Einmal zwischenspeichern, nicht vergessen. Können wir weiter. Ja, auch nicht. In diesem Moment ist gerade der 3DS ausgegangen. Ich sagte schon, der Blinde, ich würde mal sagen, ja, wenn es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich werde so schnell in Haut drinne. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao, adios.